Wahrscheinlich erinnerst auch du dich, wie so viele andere deutsche und europäische Golffans, noch an den Ryder Cup 2012. Ja, das Wunder von Medina, da wo ja, das europäische Team eine der spektakulärsten Aufholjagden ja hingelegt hat, die es bis dahin einfach noch nicht gab in der Geschichte des Ryder Cups. Und gekrönt wurde das Ganze für alle deutschen Golffans von Martin Kaimers Parpart aus, das waren das 2,5, 3 Metern. Mit dem er das Ganze dann klar gemacht hat für das europäische Team. Und ich habe wie viele andere Fans natürlich auch diesen Putt immer wieder angeschaut. Vor wichtigen Runden habe ich da immer wieder gepusht damit, mich immer wieder inspirieren lassen. Und was eine Sache, die ist mir da erst vor kurzem gekommen, und zwar, was mich an der Situation so beeindruckt, ist nicht, dass er diesen Putt gelocht hat. Ja, jeder auf der Tour, jeder mit so einem, ja, jeder großartige Spieler, jeder Weltklasse-Spieler, der locht so einen Putt. Was mich beeindruckt hat, ist nicht unbedingt, dass er den Putt gelocht hat, auch nicht, dass er den in der Situation gelocht hat, sondern was mich so beeindruckt hat, ist, wie ruhig er in dieser Situation geblieben ist. Keimer hat da nicht angefangen, irgendwas anderes zu machen, was er sonst nicht tut. Er hat nicht angefangen, den Putt dreimal so lang zu lesen, wie er das seither gemacht hat. Er hat auch nicht unbedingt gewartet, bis es leise wurde da in Medina, bis sich die amerikanischen Fans beruhigt hatten, sondern er hat seine Routine durchlaufen, hat den Putt gelesen, hat eine Entscheidung getroffen und hat den Putt dann gespielt. Und ich glaube, davon können wir uns unheimlich viel abgucken. Wenn du das im Moment guckst, dann bist du wahrscheinlich nicht Teil eines Ryder Cup Teams. Doch das bedeutet nicht, dass wir nicht auch unsere großen Momente haben. Wichtige Turniere, in denen es für uns zählt. Ja, unsere Ryder Cups. Und in wichtigen Situationen, da tendieren wir doch dazu, so eine Situation gerne mal so ein bisschen zu überdenken. Ja, wir überlegen uns, Mensch, dieser Putt, der muss unbedingt rein. Ich lese ihn lieber nochmal von der anderen Seite. Oder ich lese ihn nochmal von hier. Oder ich frage nochmal meinen Caddy. Oder ich frage meinen Viererpartner. Oder wie dem dann auch sei. Und gerade in solchen Momenten ist eine Routine unheimlich wichtig. Ja? Ein vorher festgelegter Ablauf, dem wir folgen, egal was passiert. Das ist unheimlich wichtig. Denn was passiert, wenn wir auf einmal mit einem wichtigen Putt konfrontiert sind und wir haben keine Routine? Ja klar, dann sind wir viel eher dazu geneigt, den Putt noch von hier zu lesen, von da zu lesen, jemand anderen zu fragen. Und je eher wir all das machen, desto eher laden wir Zweifel in dieses Szenario ein. Und wenn wir eins nicht brauchen können in so einer Situation, dann sind es Zweifel. Wir wollen da eine Entscheidung treffen, wir wollen da mit Selbstvertrauen hinter dieser Entscheidung stehen und wir wollen den Putt dann spielen oder den Schlag dann ausführen. Und was gibt es Besseres oder was unterstützt unser Selbstvertrauen mehr, als zu wissen, dass dem Ablauf, dem ich im Moment folge, dass das ein Ablauf ist, der mich auch in der Vergangenheit zum Erfolg geführt hat. Und das ist im Prinzip auch ja, so das Fazit aus diesem Video. Eigne dir eine Routine an und dann bleib bei dieser Routine. Frag dich zunächst mal, was hat mich in der Vergangenheit zum Erfolg geführt? Ja, nicht spielerisch, sondern mental. Welcher Ablauf sorgt dafür, dass ich entspannt über den Ball stehe, dass ich mir vertraue, dass ich meinen Fähigkeiten vertraue und den Ball dann letztendlich spiele? Und dann arbeite diesen Ablauf, diese Routine auch in dein Training ein. Ja, auch wenn du eine Übung durchmachst auf dem Putting Green, auch auf der Range, nutz da deine Routine, ja, dass die da wirklich automatisiert abläuft. Jeder gute Spieler, egal wer und egal ob Profi oder nicht Profi, wenn du bei dir im Heimatplatz, da wirst du bestimmt jemanden kennen, der die Murmel unheimlich gut trifft. Und wenn du die Person mal beobachtest, gib dir Brief und Siegel, dass die Person einer immer gleichbleibenden Routine folgt. Das ist einfach unheimlich wichtig. Das ist so ein Anker auf dem Platz in Drucksituationen, wenn sich die Umstände und all das um uns herum ändert. Und das ist beim Golf einfach so. Bei jedem Schlag haben wir ein anderes Ziel vor uns. Die Entfernung zum Ziel ist anders. Die Optik zum Ziel, der Winkel ist anders. Und diese ganzen Schwankungen, die auf dem Golfplatz auf uns zukommen, die sind viel einfacher zu navigieren, wenn wir eben intern konstant sind und eben einer Routine folgen, die sich nicht ändert. Und auch nicht in Drucksituationen ändern. Also da fangen wir nicht an, ja, den Part von allen Seiten zu lesen, sondern wir machen das, was in der Vergangenheit für uns funktioniert hat, und das machen wir auch in der Drucksituation. Und mehr können wir im Prinzip ja auch nicht machen, denn hätte Martin Kaimer jetzt beim Ryder Cup, um zu diesem Beispiel zurückzukommen, den Part viel länger gelesen als sonst
Bin mir nicht sicher, ob das was gebracht hätte. Ich glaube nicht, denn wir können den Putt einfach nicht uns ins Loch wünschen. Wir können den da auch nicht reindenken. Alles, was wir machen können, ist uns vor dem Schlag zunächst mal eine Entscheidung zu treffen und dann mit Selbstvertrauen hinter dieser Entscheidung zu stehen und eben dabei einem Ablauf folgen, der für uns funktioniert. Ich danke dir fürs Einschalten, vielen Dank fürs Gucken. Wenn du aus diesem Video was mitnehmen konntest, dann gib mir noch einen Daumen nach oben. Und mich würde interessieren, was hast du eine Routine? Wenn ja, wie ist dein Ablauf? Lass mich das doch in den Kommentaren wissen. Und wenn du möchtest, dann abonniere diesen Kanal, denn dann verpasst du zukünftig keine Videos mehr. Geh sicher, dass du alles von uns bekommst. Und eine letzte Sache, wenn du hier einen Blick unter dieses Video in die Beschreibung wirfst, dann siehst du dort einen Link zu unserem neuen Buch. Dein Handicap fällt auf den Grün. Im Buch geht es um alles rund um das Putten. Wir schauen uns zunächst die Technik an und was dabei entscheidend ist. Und wir schauen uns danach unheimlich viel Übungen an, die uns helfen, mit den Schwankungen, mit den Herausforderungen auf dem Platz umzugehen. Ich bin mir sicher, wenn dir die Videos gefallen, ich bin mir sicher, wenn dir der Blog gefällt, dann wirst du das Buch lieben. Bis zu einem der nächsten Videos. Bis dahin, mach's gut, Spaß beim Üben. Ciao, ciao.